Bevor Professor Dr. Michael Vogt sprechen wird zu uns, werden wir eine nächste Familie sehen. Ich habe ja behauptet, mit 11 Kindern geht das. Ich habe versucht zu zeigen, dass es geht, und jetzt kommt die nächste Familie. Ich habe vor vielen Jahren Lukas und Priska Bühler, also die Eltern, getraut. Damals war ich noch Pfarrer. Nein. Und mittlerweile haben sie 10 Kinder, die sind alle auch musikalisch, sie ziehen alle an einem Strang, sie sind alle miteinander in der Aufklärungsarbeit. Bitte kommt schon mal nach vorne, Familie Bühler. Micha Bühler, einer der Söhne, hat dieses Stück geschrieben. Es ist ein knallharter Funk. Als ich ihn dann hörte, sie haben ihn jetzt vorgestellt, ich höre mir die Dinge vorher an, dann war ich gerade in schlechter Stimmung. Ich hatte so viele negative Nachrichten mitbekommen, also jetzt über die öffentlichen Medien. Ich war so bedürftig, irgendwo was zu hören. Und dann kam dieses Lied als AZK-Beitrag, einfach nur als Instrumentalstück. Und ich spürte, mein Hunger ist nicht gestillt. Ja, und dann habe ich an euch gedacht, ich habe gedacht, das erlebe ich wahrscheinlich stellvertretend für all die vielen Menschen hier. Dann habe ich sie gebeten, macht ein Lied daraus, hängt einen Text drauf, wir wollen was davon haben, wir wollen nicht nur Musik. Wir möchten auch irgendwas, was uns immer wieder hochbringt in diesem Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Jetzt hat sich Bethan Isaac, wo bist du? Ist sie? Bethan Isaac hat sich bereit erklärt, sie ist eine bekannte Sängerin in unserer Mitte. Herzlich willkommen. Hat sich bereit erklärt, einen Text, eine Melodie dazu zu machen zu diesem Lied. Das haben wir jetzt extra auf diese AZK zugerüstet. Begleitet wird es wiederum von Frank. Und wer ist noch nicht von eurer Familie? Cedric ist noch ein Gast, der dazugekommen ist. Das andere sind die Kinder von der Familie Bühler. Sind wir mal gespannt. Vielen Dank euch. Ihr merkt, mit unseren Musikstilen, wir nehmen keine Rücksicht auf Verluste. Es hat von allem ein bisschen was dabei. Zentral ist das, was aus dem Herzen kommt.